In der Zeitung gelesen, hier, ihre Besonderheit ist Wiener Schnitzel. Da habe ich mir gedacht, oi, 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 das ist aber was ganz Besonderes. Okay, habe ich geguckt, wo ist Wien, wie kommen wir da hin, will ich aber probieren, was Sache ist. Also, Wien ist am besten, wenn du bei der Navigation eingibst, Zielort Wien. Habe ich gemacht, bin ich dann auch hier sauber angekommen. Und so in eine Stadt reingelaufen. Das ist ja eine große Stadt hier. Das ist an einem Fluss, wie heißt der? Fluss mit D. Ja, der Rhein, da ist der Ding. Und bin ich in die Stadt reingelaufen und wollte ich wissen, zu einem Passanten, praktisch einer, der ja da so rumläuft, habe ich gefragt, wo ist hier mit Wiener Schnitzel? Und da sagt er, überall. Ich meine, mein lieber Scholli, die haben ja die ganze Welternte von der ganzen Kühe aufgekauft und die kommen hierher und werden hier gefüttert und werden geschlachtet und da sind hier die Wiener Schnitzel von der ganzen Kühe, weil nur die Wiener Kühe der 30er Jahre nicht. Da werden ja bestimmt am Tag bestimmt so 100 Schnitzel hier fressen und aus einem Kuh kriegst du ja nie so viel Schnitzel aus. Also bin ich in einen reingegangen. Und habe gesagt, ich hätte gern einen Wiener Schnitzel. Na, fragte, mit was für Zutaten? Na, habe ich gesagt, na, machen wir so noch eine kleine Portion Wiener Schnitzel dazu. Okay, habe ich mich hingesetzt, Schnitzel gegessen, war lecker, lecker. Und dann habe ich gedacht, zum Geschmacksvergleich probiere ich noch die kleine Beilage oder kleine Schnitzel. Und zu meiner Überraschung muss ich feststellen, das hat qualitativ so geschmeckt wie die große Teilchen. Also ich kann das euch empfehlen. Original Wiener Schnitzel, muss ihr nach Wien fahren, aber dann gebe ich dich Tipp, wenn du schon hier bist, dann friss bestimmt zwei. Weiß es dann, spaße deine Kosten.